Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Fable 3 Bad Princess und wir sind hier noch im Untergrund bei der Widerstandsbewegung und das wollte ich euch noch zeigen. Wir haben das letzte Mal beim Let's Play noch gar nicht gezeigt. Die haben sich da extrem cool und häuslich eingerichtet. Da Schlafplätze, Wäscheleinen, Ofen, Pipapo und da vorne könnt ihr noch das brauchen wir nicht. Sehen, da sind die Soldaten stationiert. Weinfässer ohne Ende. Bier, nehme ich an, ist da. Da brutzelt ja ein Spanferkel. Da sind die Schlafplätze. Eine Schießstätte haben die da. Eine Übungsschießstätte. Echt cool. Und ja. Das wollte ich euch noch zeigen, weil das ist uns das letzte Mal durch die Lappen gegangen. Und jetzt schauen wir, dass wir einen Sidequest machen, weil wir müssen ja beweisen, dass wir würdig sind, Anführer zu sein. Dann schnappen wir uns gleich die Questliste und beginnen natürlich von unten. Wir schlagen da das als Ziel und los geht's. Also ich nehme an, das wird jetzt ein, ja, ganz kleiner Sammelquest oder sowas werden. Oder Postbotenquest, sowas ähnliches. So, laufen wir mal los. Upp. Also los, lasst... Das Mädchen, sie ist tot davon. Die sind nämlich mit Schwert recht gut. Wir mögen verlieren, aber wir werden. Deswegen lassen wir uns da nicht auf ein Gemetzel ein. Wie wär's mit einem Botenjob? Dieser Brief hier muss so schnell wie möglich nach Brightwall gelangen. Ich kann nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, dass er seinen Empfänger so schnell wie möglich erreicht. Dieser Brief ist der letzte Teil meines Lebenswerks. Ich habe jedem Einzelnen in Albion geschrieben, außer Zachary. Und das hier ist für ihn. Und werdet ihr ihn abliefern? Natürlich machen wir das. Es ist nur die Frage, ob wir schon einreisen dürfen in Albion. In Brightwall. Ausgezeichnet! Weil die haben uns ja auf der Fahndungsliste. Und ich habe noch keine Ahnung, ob wir die Zeit schon verstreichen haben lassen. Wir machen hier einen kurzen Schnitt. Und schon sind wir in Brightwall. Und es scheint so... Die Preise können nicht weiterfallen. Die Wirtschaft ist am Ende. Dieser Laden gehört einer echten Abenteurerin. Die flüchten alle vor uns. Schauen wir noch einmal nach. Wir können da bei den Händlern wirklich nichts stehlen. Ja? Aber wir können mal verhandeln, oder? Wir untersuchen das Ding. Beeilt euch gefälligst. Wir werden mit dem Jungen mal feilschen. Ihr solltet mir einen guten Preis machen. Ihr seid keine Platten. Ha! Oh. Ja. Ich werde den Preis nicht senken. Also warum hört ihr nicht einfach auf, euch so zu verhalten? Wir werden es nochmal wollen. Wir sollten über den Preis sprechen. Rodeo, das ist was Neues. Schaut! Ja, die kommt gut. Wenn ihr damit aufhört, mache ich euch auch einen besseren Preis. Okidoki.
Beeilt euch gefälligst. Wir nehmen das aber an. Der hohe Preis ist gerechtfertigt, glaubt mir. Kauft, das ist teuer, aber gut. Das war's dann. Die haben wir ja schon, ne? Und wir schauen jetzt, dass wir den Brief überbringen. Was ist jetzt los mit dem Quest? Ist noch eingeloggt, ja? Die haben alle die Panik. Bitte nicht! Ich weiß nicht warum, also so schlimm waren wir ja wirklich noch nicht. Ich weiß nicht, wem wir den Brief jetzt überbringen sollen, aber ich probiere es einmal hier, okay? Gibt's da jemanden? Hallo? Hallo? Okay, Leute. Ich suche da mal und melde mich gleich wieder. Die üben alle für den Marathon. Es ist unglaublich. Alle schreien, lauft, lauft, lauft. Das ist ja nicht zum Glauben. Und da sind wir jetzt. Wow, ein Brief für mich. Mal sehen, was drin steht. Lieber Zachary, ihr seid ein hässlicher, unfähiger Hans Wurst und keiner mag euch. Ergebenst Arthur. Wie unhöflich! Okay, die letzte Beleidigung. Glückwunsch! Dank euch hat Arthur sein Ziel erreicht, jeden Einwohner Albions zu beleidigen. Zacharia war der Letzte. Okidoki, das war dieser Sidequest. Das nehmen wir an. Jetzt schauen wir noch, ob wir unser Aussehen ein wenig aufmotzen können. Leute, was haben wir getan, dass die so heftig sind? Ein Haarschnitt würde uns gut tun. Ihr habt in eurem Leben wohl noch nie eine gute Tat ver... Reden wir über den Preis. Schon wieder furzen. Ja. Ich höre nichts. Ich gebe mich eurem ungehobelten Benehmen geschlagen. Verschwendet nicht meine Zeit. Preisanstieg. Das kann es ja nicht sein, oder? Ist egal, wir nehmen das mal. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Die haben da draußen die volle Panik. Also ich weiß nicht, was da los ist. Das können wir stehlen, nicht schlecht. Gut und tschüss. Bringt mich nicht um, bitte. Und dann nehmen wir auch noch klar, was mit, kann ja? ich für euch tun? Diesen Kauf werdet ihr nicht bereuen. Bist euer Haus da, da ist die. So, jetzt haben sie es gemerkt. Willkommen und Leute, im Unterschlupf. Wir schauen kurz noch einmal nach, wie es mit unserer mit unserem Status aussieht. Moral ist ja fast am Boden. Ja, attraktiv sind wir noch immer. Aha. Ja, Stärke, Gestalt und magische Aura. Nur auf Level 1. Okay. Also Leute, wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Sidequest. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso. Bis dann. Ciao, Jungs.